Momentan, das war bisher eine sehr interessante und ergiebige Sitzung. Der BND-Präsident AD hat uns interessante Informationen gegeben und wir müssen feststellen, dass das, was wir lange vermutet haben, dass nämlich das Bundeskanzleramt und auch der BND seit vielen Jahren im Hinblick auf die Kooperation mit den Amerikanern bösgläubig war, so hat Herr Urlau das formuliert. Das hat sich hier heute bestätigt. Man wusste von den Begehrlichkeiten der NSA, von den Übergriffigkeiten und hat sich leider nicht in den Kooperationen effektiv dagegen geschützt. Es fällt auf, dass wie gestern auch der Bereich der Selektoren ein Mysterium bleibt. Völlig offensichtlich, dass eventuelle Datenabflüsse genau über diese Schwachstelle des Systems erfolgt sind. Und warum man erst Edward Snowden brauchte, damit dann auf unterer Ebene des BND vier Mitarbeiter in einer Nacht- und Nebelaktion eine Bereinigung vornehmen, die seit Jahren hätte erfolgen müssen, das bleibt auch hier weiterhin unklar. Warum das nicht nach oben gemeldet wurde, bleibt unklar. Warum diejenigen, die in Verantwortung sind, darauf nicht dienstrechtlich reagieren, das nicht nach oben gemeldet wurde, bleibt unklar. Aber am unklarsten bleibt mir, warum das Bundeskanzleramt, warum Angela Merkel nach Edward Snowden, nach dem Sommer 2013, nachdem sie wieder ins Amt eingeführt wurde und den Eid geleistet hat, sich nicht um die Problematik, die aus den Folien von Snowden klar erkennbar war, gekümmert hat, warum man sich nicht darum gekümmert hat, diese Übergriffigkeiten, das Ausnutzen der Kooperation zu beenden. Man kann da eben nicht davon ausgehen, dass das Bundeskanzleramt gutgläubig war, sondern es war, wie Herr Urlau es gesagt hat, bösgläubig. Und deswegen ist das ein schweres Versäumnis der Dienst- und Machtaufsicht. Und das fällt direkt auf Angela Merkel zurück. Ganz herzlichen Dank.